Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Ich sehe gerade, das ist irgendwie ein bisschen schief, oder? Wartet mal, wo komme ich denn hier? Naja, was soll's. Also, warum melde ich mich? Ich melde mich aus folgendem Grund. Ich hatte euch bei einem Besuch von der Messe die Liquids von Vapetasia mal gezeigt. Dieses Killer Custard. Ist ja richtig, richtig geil. Muss ich echt sagen, coolste Liquid, was ich in der Zeit mit Erdbeer und Kastard hatte. Wirklich sogar besser als das von One Hit Wonder, meiner Meinung nach. Ja, eine ganz tolle Geschichte. Das Problem war 50 Milliliter für 15 Euro und dann machst du noch deinen eigenen Shot für 1 Euro drauf oder so oder etwas Nikotin und ein paar so. Also 16 Euro für 60 Milliliter. Was ich jetzt letztens gesehen habe bei einem YouTube-Kollegen, dass es von Vapetasia Aromen gibt. Habe ich natürlich gleich nachgeschaut und was sage ich? Hier habe ich gefunden, 30 Milliliter Vapetasia Killer Custard Aroma für knapp 15 Euro, klar, diesmal mit Versand, den muss ich ja jetzt mitzählen, bin ich also bei 18 Euro für 30 Milliliter Aroma. Man soll 20% nehmen, etwas Base, also besser gesagt 120 Milliliter Base oder 110 und 10 Milliliter Nikotin, dann bin ich bei, sagen wir mal, 20 Euro insgesamt für 150 Milliliter Liquid. Es ist jetzt angesetzt worden. Wann war es da? Ich glaube, am Dienstag war es da. Genau. Heute haben wir Samstag. Die Färbung ist schon richtig, richtig cool. Der Geruch ist richtig, richtig lecker. Ich habe natürlich mit 20% angemischt. Also 10 Milliliter 48er Nikotinbase, 110 Milliliter 70-30 Bengjuice Base ohne Nikotin und dann 30 Milliliter PG Aroma mit drauf, sind wir also bei einer 50-50 Mischung. Und das Ganze werden wir jetzt hier einmal gemeinsam antesten nach Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, nach 4,5 Tagen Reife. In dem Votofo machen wir das. Den habe ich nun mal hier schon gewickelt gehabt. Gerade neue Watte rein. Ein Geschmackstest. Hier. Sehr geil. Sehr lecker. Ein bisschen bitterlich. Man schmeckt auch nicht wirklich eine Erdbeere. Aber eine schöne cremige Konsistenz, das Gefühl danach und das Geschmacksgefühl, das sagt mir das. So. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich noch nicht fertig ist. Ich würde sagen, so ein Liquid muss mindestens 2 bis 4 Wochen reifen. Aber das werden wir ja jetzt sehen. Da drauf ist irgend so eine komische, ne, Fuse Clapton nicht, aber irgendeine, hoppala, nicht so, wenn man schräg hält, wo man gerade Liquid drauf gemacht hat, das sollte man nicht tun. So, das überschüssige Liquid raus. Wir sind jetzt bei 0,54 Ohm und 35 Watt. Ab geht er. Ey, da kommt aber direkt was aus der AFC. Habe ich das so überdrippt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gut, der Votofo ist jetzt nicht unbedingt das Verfassungswunder, ne? Schon sehr lecker.
Ein schönes Kastard-Liquid mit einer ganz, ganz, ganz dezenten Erdbeere, aber wirklich ganz dezenten. Eine tolle Süße. Das wird hier auf jeden Fall ein richtig leckeres Liquid. Das Video werde ich auch jetzt nicht hochladen. Ja, wir wollen das alles in einem Rutsch haben. Ich brauche euch da nicht mit irgendwie so Stücken hinhalten. Aber so ist es echt schön cremig schon. Also geil. Ein gutes Inhalationsgefühl und ein gutes Geschmackserlebnis schon, was Cremigkeit besagt. Aber es ist noch ein bisschen harsch auch. Lecker. Okay, Freunde. Dann brauche ich die Flasche, obwohl die 30 Milliliter Flasche schmeiße ich mal nicht weg. Ne? Das ist auch dann, seht ihr ja nochmal auf dem Foto, hier 150 Milliliter in einer Viertelliter Boss-Shot-Flasche. Schon eine gute, schöne Färbung drin. Ich denke mal, nächsten Samstag machen wir den nächsten Test. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, das wird so wie das Liquid, weil wenn es so ist, 20 Euro, selbst wenn dir das nur einmalig so holst, 20 Euro für 150 Milliliter, vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Ja, ich sage jetzt gar nicht meinen Endspruch, weil wir sehen uns ja nochmal. Bis dann, ciao. So, Freunde, Kamera schief, keine Zeit. Wir haben auch nicht Samstag, wir haben schon Sonntag. So ist es leider. Freitag haben wir dann endlich mal meinen Geburtstag gefeiert. Und deshalb war ich gestern nicht in der Lage, dieses Video zu drehen. Aber ich hatte euch ja davon erzählt, das Aroma von Webtasia Custard Strawberry. Das Liquid hatte ich mir auf einer Messe gekauft. 50 Milliliter auf der Messe für 15 Euro. War ein Schnapper, kostet eigentlich 20 fast. Du musst noch einen Shot drauf machen, bist bei 21. Hier haben wir für 15 Euro 30 Milliliter Aroma. Du sollst es mit 20% ansetzen. Ich rate euch auch, es so anzusetzen. Tatsächlich lasst es mindestens 7 bis 10 Tage stehen. Das steht 10 Tage. Und ja, es ist Webtasia Strawberry Custard. Milligramm Nikotin, 50-50 Mischung. Einfach klasse der Geschmack. Ich freue mich so sehr, weil ich habe hier jetzt 150 Milliliter insgesamt, würde ich sagen, mit Versand dazugerechnet für 21 Euro. Nehmen wir 22. Alles cool. Richtig lecker, ein guter Throw-Hit. Kommt natürlich auch immer auf die Nikotinstärke an und auf den RDA oder RTA, den du nutzt. Ich habe hier den VG5. Sehr lecker. Nachträglich noch vollmundig im Mund. Wirklich ein guter Geschmack. Ich freue mich richtig darüber. Kann ich nur empfehlen. Gibt es in vielen Shops mittlerweile. Googelt es und dann findet ihr es sofort. Es gibt auch, glaube ich, das Webtasia Lemon Custard und das normale Custard. Alles als Aroma, 20% angemischt, 10 Tage stehen lassen, vom Feinsten. Wir werden mal sehen, ob es sich noch weiterentwickelt. Sollte das so sein, sage ich es euch natürlich. Und jetzt haben wir das Video endlich geschafft. Ja, ich ziehe mich auch ab und zu um. Ihr werdet es jetzt sehen im Video. Oh, und das war's auch schon. Ich will gar nicht mehr groß rumlabern. Danke für euren ganzen Support. Danke, dass ihr immer dabei bleibt. Die
Tabak-Liquids und die Benjuice-Liquids sind schon an die Gewinner versendet. Das hat auch ganz gut geklappt. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, Freunde, was glaubt ihr, was dann wieder dabei ist? Genau, noch weitere leckere Liquids, die ich hier habe, die ich testen durfte und die dann nach einem kurzen Test an euch weitergehen. Denkt bitte immer dran, das Wichtigste überhaupt, vape safe und vape on. Und bye. Moment bitte.